Dicht genug dran, moin! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Besondere Farbe, wie ich finde. Und gelb halt.
Wow, der ist ja richtig schick. Was haben wir da? Das ist ein VW Passat von 1976. Olaf Steenbuch. Passat ist inzwischen Legende. So, weiter vorne. Nebenbei, sowas hatte ich auch mal. Links, da schon nur links. Oh, da stand ein Hut. Hast du ihn mitgenommen? Ja. Wir dürfen nur nach links. Das Passat laufen. Und hat damals gerade 9.080 D-Mark gekostet. Heute schon jetzt fahren wir rechts. Als Kombi verkauft worden. Links. Das andere rechts. Aber immer schön rechts fahren. Immer schön rechts fahren. Dann hier so ein Schlenker nach links. Da rein in die Gleise? Nein, da ein Schlenker nach links. Kein Stempelschild, ne? Ja, das sollen wir doch. Das ist so vorgegeben, wir müssen nach hinten fahren. Okay. Danke. Bis zur ZK ist noch eine Ori. Und das sind nur 20 Minuten, ne? Ah ne, sind 360. Dann mache ich das doch mal. Dann fühlt man sich doch gleich viel besser. Ja, ja. Ja. Danke. Kann ich nämlich auch mal. Ach so. Also, wo waren wir jetzt hier raufgefahren? Links, genau. Links? Also hier, ne? Ne? Links. Neulandweg. Ja, okay. Thank you.
schon welche umgefahren, ne? Aber nicht hier dann so, oder? Doch, sind auch schon welche. Also das haben mehrere schon kontrolliert. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich habe nichts im Fahren. Das wird wohl die hier sein. Ja. Rechts. Jetzt fahren wir da einmal rum. Nee, wir fahren um die Insel da einmal rum. Also links bis zum Ende dieses Gebäudes und da rechts abbiegen. Hier rechts ab. Und dann wieder rechts ab. Oder hier rechts ab. Genau. Rechts ab. 12. Jetzt fahren wir da geradeaus weiter. Dass man es gar nicht sieht. Hallo! Einmal einen Stempel für Sie. Und dann geht's auch noch. Danke. Oh. Dankeschön. Danke. 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 Moment. Erstmal die Ablegen. Stopp. Durch. Und da links. Und gleich wieder rechts. Da hinten müsste uns schon eine Nummer. Im Krawall. Bin ich jetzt irritiert? Wir sind jetzt hier raus und müssen jetzt eigentlich nur noch hier wieder hin. Hier können wir aber nicht fahren. Und dann wäre das Kürzeste hier wieder rein. Wie können wir da nicht fahren? Weil wir hier so rumgefahren sind. Wir sind auf diesem Stück in die Richtung gefahren. Hier, dann fahren wir wieder da rum. Du meinst, wir sollen so rumfahren? Fahren wir wieder, genau. Okay. Fahren wir wieder schräg. Dann müssen wir da rechts ab. Ne, da fahren wir jetzt so und dann so weg, ne? Genau. Also schreibe ich 12. Hallo! Ja. Hey, alles gut. Den Strich an der Straße oben, ja. Und dann den Punkt auf der langen Geraden. Ja, kommt, lass ihn mal. Also, den hier oben. Ja. Und dann den Punkt. Ja. Und dann den Strich unten runter. Den Strich unten runter, ja. Abgefahren. Ja. Und dann den Punkt. Aber ihr seid ja in der Kontrolle hier. Da bist du, ist ein Strich, siehst du den? Was? Da darfst du nicht reinfahren. Da darf man nicht rein, scheiße. Da muss man da. Ganz unten runter. Du musst unten runter. Ganz unten ist noch ein Punkt. Den Strich, den Punkt und dann den Strich. Ja, und dann noch. Und den Punkt. Ja, genau. Okay. Und dann den Strich und dann den. Okay, danke. Guten Tag. Wunderbar, endlich gefunden. Was, endlich gefunden? Doch, einige haben sich schon beschwert, dass die Richtung hier. Was? Schlecht ausgeschildert oder nicht? Alles gut. Alles gut? Oh. Alles einfach. Alles gut. Hallo. Moin. Hallo. Moin. So, ein Stempel mit der Werbung. Ja. Oh. Und viel Spaß wünschen wir euch. Danke. Haben wir. Danke gleichfalls. Tschüssi. So. Also muss wieder einer einen Stempel loswerden. Oder müssen wir links in die Mühle rum? Also hier nach gehen wir, müssen wir einfach gerade so. Dach! Danke! Jetzt endlich kriegen wir die 1. Ganz schnell noch was. Ups! Die ganze Zeit warte ich da schon drauf. Dass wir die 1 kriegen. So, und dann? Weil dieses Haus ist nicht eingemalt. Was ist denn jetzt hier, ne? Hä? Steppel. Ach, da vorne. Ja, weil das hier steht.
Und vor dem Haus, das ist wieder eingemalt, genau. Hallo! Hallo! Danke! Ja, warte mal, warte mal. Ich würde sagen, ich fahre mal die Ecke aus. Da hängt so, wenn ich die Kabelbinder jetzt nicht gesehen hätte. Der hängt immer so im Wald rum. Ja, 14. Ja, ist das Zirka 3 oder nicht? Das sind denn eine Vorstadt. Aber, ja, wir müssen doch nicht so. Müssen doch, der Vorstadt muss das doch sein. Ja, 35. ZK3 Vorstadt. 35. Wer ist denn das vor uns? Ach, 39 drin. Das passt. Hier ist jetzt neu ZK3, ne? Bitte? Hier ist jetzt neu ZK3. Genau, das ist gut, danke. Bahnhof, rechts Bahnhof. Wo steht hier Bahnhof? Bahnhof. Da sind eben auch Leute entgegengekommen. Also ich habe die vorher noch nie gesehen, aber... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leichte Abweichung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, du kannst mal weiter aus. Und die 20. Da rein. Fahren Sie langsam. Und in den Winkel. Genau, da durch. Dann an diesem langen Gebäude entlang. Um dieses Gebäude rum. Da hinten wieder rechts. Thank you.
Nein. Ich fand die sowas nicht auch noch. Möchtest du den Flyer von der Ziegelei? Jo. Danke. Ja, Eier. Hä? Ich hätte das auch hier rausgegeben. Ja, ich muss mich auch ein bisschen bewegen. 14.16 Uhr. Nehmen wir. Damit hier gar keine. Ne? Genau. Danke.20 Meter rechts abbiegen. Es geht geradeaus weiter. Das soll hier in die Mülltonne einmal kommen. Genau. Und dann die 24 Meter. Sagen, ne? Da fragen die hier vier Bäume. Aber danach müssen wir zwei Bäume umrunden. Das geht aber nicht anders. Also ich würde sagen, das geht. Hier so um den Baum rum, aber wie auch rum. 1, 2, 3, 4. Holla. Holla. Ah. Ah, 25. Jetzt 25. Moin. 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 Auf Ponche? Ja. Ponche. Alles klar. Okay. Danke. Ciao. Durchgemalt. Ja. Strich. Hier dürfen wir nicht fahren. Das heißt, wir haben auch die 27 nicht. Wir haben die 27 nicht. Super.
Schein, du hast dich vermessen mit den Fingern da mit den Abständen. Das wäre andersrum, hätte es fahren müssen, die Acht. Nein, das ist jetzt richtig so. Wir sind gut, so viele Fehler machen wir nicht. Und jetzt müssen wir halb schräg rechts abbiegen. Und fahren einmal um den Baum. Nochmal um den Baum. Also wir fahren einmal um den Baum und dann gleich nochmal um den Baum. Guck es dir einmal an, bevor wir uns den Stempel geben lassen. Mal mit der Lupe geben. Uno momento. Achso, du willst da hinten nochmal rum. Ja, erstmal einmal. Da muss man noch überlegen. Nochmal um den Baum, aber geradeaus fahren. Sie sind verwirrt, nicht? Eigentlich müssten wir darüber. Eigentlich müssen wir darüber. Ja, eigentlich, ja, das hat sich geändert. Ach so. Die Aufgabe. Alles klar, danke schön. Vermutlich haben sich das anders überlegt, dass sie da doch. Ja, ja. Danke. Jetzt fahren wir auf dem Strich und wir fahren wieder an der 12 vorbei. Aber nur wegen der Gegenläufigkeit, ne? Nee, weil der Strich auch bis dahin geht, der Rot. Ach so, der geht bis dahin. Ne, siehst du es hier? Nö. Nee. Siehst du nicht. Da, wo du durchfährst. Da, wo du durchfährst. Da hier. Genau. Dann fährst du an diesem Haus vorbei. Und an dem nächsten langgezogenen Haus fährst du vor. Und immer rechts an der Hausfahrt entlang. Jetzt links. Danke. Danke. Danke gleichfalls. Das ist immer gut. Wenn der Beifahrer mal was zu tun hat, kann er ein bisschen was lesen. Wenn ihr noch Wartezeit habt, hinten links ist der Parkplatz und hier vorne geht's rein zum WC. Alles klar. Haben wir? Ja. Ja. Moinsen. Das machen wir dahin. Na, aber selber. So, das nicht so, ne? Warum nicht? Links.
50 Meter links. Dann 60 Meter Einbahnstraße, Spielstraße links. Ein Foto gemacht oder so. Dann 50 Meter rechts abbiegen. Ende der Fußgängerzone. Wir fahren geradeaus weiter. In den rechten Ast. Da, wo Durchfahrt für alle verboten steht. Dann 60 Meter. Wir biegen rechts ab, aber so links versetzt wäre auch nicht Straße. Aber wir biegen rechts ab. Also einfach so der Gasse hier rechts folgen. Durch das Tor. Aus Hamburg haben uns ihren VW Passat Baujahr 1976 mitgebracht. So fing der Passat mal an. Es ist der Ur-Passat der ersten Baureihe von 73 bis 80 gebaut. Er sollte als Nachfolger des 411 eigentlich 511 heißen. Aber der Name kam dann von Audi rüber. Passat hat damals 9080 D-Mark gekostet. Heute schon, wie gesagt, etwas eher selten. Aber 78% der Produktion sind als Kombi verkauft worden. Ja. Ansonsten ist das Auto immer noch in der Originalfarbe und wie sagt der Olaf, naja, das Auto sieht ein bisschen wild aus, ist aber ein absolut verlässliches Auto, bereits vorher dabei und wie ich sehe, seid ihr heute auch wieder am Ziel angekommen. Super, danke schön. Danke. Und der nächste Wagen, er läuft und läuft. 170 Meter, bis wir da in die Hauptstraße kommen am Hafen. Und da dann... Kohl raus, wo 30 jetzt? Meter links, hier auf unserem Parkplatz, denke ich. Weiß ich noch nicht. Hier? Oh. Tag! Und die Bordkarte, bitte. Sofort. Einen Moment. Jetzt mal Beweisfotos noch machen. Aber ihr habt doch alles richtig gemacht. Ja. Schön wär's. Ich kann das kaum erkennen. Ist recht so.